Usen. Kann ich das nicht usen? Ach nee, das ist der Sterilisierer. Den brauchen wir zum Dings. Hier, Bandage. Stimmt, dafür ist das ja. Da brauchen wir einmal Leder für. Und dann können wir das herstellen. Den Verband. Und mit dem Verband heilen wir uns wahrscheinlich dann. So sieht's aus. Genau so. So, das kann ich jetzt usen, ne? Ja, use. 25 Leben. Ja. Ah, geil. So, Ron Holz. Hast du was gesammelt? Danke, Wood. Können wir einmal hier reinpfeffern. Zack. So, wir brauchen wieder Ressourcen, 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 meine Freunde. Und das nicht zu knapp. Ich würde jetzt auch erstmal ein bisschen sammeln. Bevor wir jetzt wieder anfangen, irgendwas zu bauen und alles und tralala. Ein paar Kisten können wir noch gut gebrauchen, weil wir jetzt auf jeden Fall sammeln werden erstmal die nächsten paar Folgen und so. Oder beziehungsweise die nächsten paar Minuten hier. Ich nehme das ja immer in einem auf. Ich weiß nicht, wie Folgen das jetzt werden. Ich sage das jetzt einfach mal so. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen sammeln die nächste Zeit. Aber gefällt mir richtig gut, das Spiel. Muss ich sagen, ist ein richtig geiles Game. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, da sehe ich schon wieder, auf der Fahrbahn ist was. Aha, aha. Und da drüben auch nochmal aha. Wow. So. Hatte ich das beim letzten Mal schon ausprobiert? Warte mal, ich will mal eben was gucken. Ah ja, ihr geht, glaube ich, nicht Dings, ne? Ah, hier, Sprint, doch, Sprint-Tap. Das geht. Und Crouch auch Tap. Ja, das möchte ich gerne haben. Dass das nur antaps. Weil ich will das nicht gedrückt halten. Was ist das denn? Was ist das? Kann ich das abbauen? Sind das riesen Nüsse? Was zur Hölle ist das? Eigentlich will ich Chemical gar nicht mitnehmen, weil wir so viel davon haben. Nein, oh nein, oh nein! Whoa, ich hab's vergessen! Oh, im allerletzten Moment, Alter. Alter Schwede, im allerletzten Moment noch angehalten. Puh. Das ist ja noch gerade eben noch mal gut gegangen. So, dann lass mal ein bisschen sammeln. Aber ich glaube wirklich mittlerweile, dass das Ding da hinten einfach nur für Dings ist. Damit man nicht zu sehr zurückfährt. Dafür ist das, glaube ich. So, da hat sich nochmal Scrap Metal versteckt. Komme ich da dran? Ja, na. Ja, komme ich dran. So, ich lagere mal ein bisschen ein wieder. Da ist alles voll. Da ist auch alles voll. Da ist alles voll. Hier kommt Scrap Metal rein. Hier war Leder. Eine Holzkiste haben wir noch gar nicht, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal ein paar Kisten bauen, Freunde. Pass auf. Nein, change. Mach mal hier... Na! Mach mal hier bitte 3 Stück. Und dann brutzeln wir mal bitte so 4 Barren, wenn das geht. Hallo, Fridolin! Fridolin! Der ist niedlich. Was passiert denn, wenn ich den mit Take-Off... Ah, nee, ich will den nicht runternehmen. Ich will den da lassen. Der ist süß. Der kleine Scheißer. So, wir brauchen Holz und Metallbarren für die Kisten, ne? Kiste. Kiste, 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 Kiste. Platz sparen. Später kann man auch richtigen Waggon bauen, also mit geschlossenen Wänden und so ein Kram. Ich platziere die schon mal, ja? Da bin ich ja Perfektionist, ne? So, rotate.
Hallo? Achso. So. Lassen wir es erstmal so. Holz haben wir ja sowieso nichts mehr. Wie immer. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal gleich ein bisschen sammeln. Das bringt sonst nichts. Leder. Das ist mir alles noch ein bisschen zu sehr durcheinander hier alles. Hier würde ich auf jeden Fall noch eine Scrap Metal Dings machen. Das Leder kommt nach drüben. Das kommt hier rein. Das kann hier mit rein. Hier kann das Leder mit rein. Und dann würde ich sagen... Oh, wir brauchen unbedingt den erweiterten Rucksack, ne? Was kostet uns der nochmal? Zweimal Leder. Zweimal Holz, zweimal Schrauben, zweimal Kupferdraht. Okay, let's go. Peter, go, 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 ahaha. So. Also ganz ehrlich, Chemikalien sammle ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ein demnächst. Sagte er, zwei Folgen später, ganze Tasche voller Chemikalien. Fäkalien! Fäkalien! Was macht Vera in Wien eigentlich mittlerweile? Ist sie eigentlich noch im Fernsehen? Oder die ganzen Talkshow-Buddies, was machen die eigentlich jetzt mittlerweile? Die haben sich doch damit wahrscheinlich auch keine goldene Nase verdient, ne? Sind die jetzt einfach out of order? Also was treiben die jetzt? Also im Fernsehen sind sie ja, glaube ich, nicht mehr. Zumindest sehe ich sie nicht. Gut, ich gucke auch so kein Fernsehen, muss ich zu meiner Verteidigung gestehen. Aber das würde mich mal echt interessieren. Was so ein Ricky oder so ein Brit macht Mittag oder wie sie alle heißen. Das war ja alles, das waren alles die ganzen Talkshows, die man vormittags mal gesehen hat, wenn man zu Hause, Langeweile hatte. So. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ernsthaft? Ich habe dich gesehen. Und auch gehört. Nö, Chemikalien lasse ich jetzt links liegen. Ist mir egal. Und nachher fehlt Chemikalien. Ich weiß es genau. Genau so wird es sein. Uah, Holz. Ja, Mann. Scrap Metal und Eis. Ja, Mann. Und Nahrung. So. Aber es würde mich echt mal interessieren, was die wohl treiben? Die sitzen doch wahrscheinlich jetzt nicht in ihrem Schaukelstuhl und sagen so ein Ricky oder so, oder keine Ahnung, oder Annabella, nee, wie hieß sie nochmal, Arabella? Die sitzt doch jetzt wahrscheinlich nicht in ihrem Schaukelstuhl und sagt so, oh ja, das war eine schöne Zeit, ich hab's jetzt alles das erreicht, was ich wollte in meinem Leben. Oh... Ich glaube nicht, oder? Du bist doch seelisch, wenn du solche Shows gemacht hast, bist du doch seelisch auch fertig, oder? Weil, überleg mal, was für Leute da immer da waren. Ich meine, ich weiß, ja, das war auch nicht immer alles echt und tralala, ich weiß. Viele Sachen sind auch einfach erfunden worden von den Shows, damit es intensiver klingt, ja. Aber, wie gesagt, die sitzt doch da nicht so und sagt so, na... Ach, war das eine schöne Zeit. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Ja, ja. Das war ein Traum. Ach, bin ich froh, dass ich Talkshows gemacht habe und nicht irgendwie Moderation von einer Formel-1-Show. Irgendwie sowas. Also ich weiß, ich kann mich da schwer mit identifizieren. Würde ich gerne mal wissen. So. Muss mal kurz anhalten. Das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Ich muss mich mal gerade ein bisschen umgucken, ob ich hier nicht was vergessen habe. Ich meine, das Dings habe ich links liegen lassen. Die Chemikalien.
Fäkalien. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ne? Ich würde mal interessieren, ob man später Bäume und Steine abarbeiten kann. Aber dem Spiel, Pickup, ach, geht nicht. Wir haben wahrscheinlich Inventar voll, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. So, das heißt also, hier kommt noch was Scrap Metal rein. Da kommt noch was Scrap Metal rein. Da auch. Warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Woodkiste, ne? So viel steht schon mal fest. Wir haben keine Woodkiste, ne? Sehe ich gerade. Dann machen wir hier eine Woodkiste. Können wir... Warte mal, Holz fehlt uns, ne? Warte mal, wir haben sogar Barren noch, ne? Wo habe ich die Barren denn jetzt hingetan? Aha, da. Dann können wir nämlich hier auch nochmal Holz reinpacken. Und da Holz. Dann haben wir da schon mal zwei Holzkisten. Oh, und ich habe trotzdem nochmal dieses grüne... Ah, shit. Move to stack geht ja nicht. Wir haben ja alles voll damit. Alter, zwei Kisten davon. Plus die hier hinten. Großartig. Ja, lass mal weiter. So, Freunde. Was sehen meine Äuglein? Noch mehr Metall. Noch mehr Scrap Metal. So, zack. So. Da hinten, das nehme ich noch mit. Hier gibt es ja jede Menge Stuff. 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 Ich um mein Stuff. So, dürfen Essen und Trinken nicht vergessen, ne? Oh, wir haben 100 Leben. Wir haben also geheilt. Zwischendurch irgendwie. Wahrscheinlich hält man sich nach einer Zeit selber. Ich darf unten nicht vergessen, immer gucken, ne? Unten ist auch ganz wichtig. Da sehe ich nochmal Holz. Ich komme! Das ist doch so ein Spiel, wo man nicht aufhören kann. Das ist ganz schrecklich. Weil es so fasziniert ist und zugleich einfach unendlich. So, Eis. Nein. Chemikalien nehme ich nicht mit. Wir haben zwei Kisten davon voll. Das muss reichen fürs Erste. Zwei Kisten voller Fäkalien. Fäkalien. So, schön ist es. So, Eis, Dry Eis. Viele Dry, Dry, Dry auf dem Telefon. Viele Dry, Dry, Dry und du hast mich schon. Da ist nochmal Wood. So, ich nehme Wood. In meine Foot. So. Da kommt noch mehr Wood. Ich finde es gut, dass man an den Stationen, an den Sachen, die man da... wo man da kämpft und so, dass man da auch Sachen findet. Das ist natürlich supi. Da ist Holz. Da ist auch Holz. Da ist noch mehr Holz. Immer nach hinten gucken, ob man irgendwas vergessen hat oder so. Zwischendurch. Solange man noch zurückfahren kann, ne? Da ist auf jeden Fall Holz. Da ist auch Holz. Ne, das ist Wood. Halt, Moment. Halt, stopp. So viele Stationen hier jetzt gerade. Muss auf jeden Fall mal gucken, was wir brauchen zum Reparieren. Hallo. Wieder immer. Guckt der kleine Scheißer, der Fridolin. Fridolin. Na du, siehst du mich schweben? Was? Ich hab's gehört. Wo ist es? Oder war... Oder... Geil, ein Schnitzel. Ein Schnitzel auf der Hand. Hast gesehen? Das war Fast Food. So sieht das aus, wenn das Fast Food ist. So. Na, das kommt mir doch so vor, als hätte ich hier was vergessen. Das geht mir alles so schnell hier gerade.
geht mir alles ein bisschen sehr schnell. Okay. So, da ist Holz. Ich sehe es. Ich komme. I'm coming. Und hier war auch noch irgendwas. Hier ist Scrap Metal. Da ist auch nochmal Wood. Hier drüben. Da ist Wood. So. Ja, ich habe ja gesagt, wir sammeln jetzt erstmal. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Aber wir brauchen auf jeden Fall unbedingt den Rucksack. Der Rucksack ist, glaube ich, Gold wert. Wenn wir den jetzt erforschen. Frag mich, ob das Spiel Multiple herkriegt. Oder ob das hat. Was, Pickup? Hä, was konnte ich... Ah, Holz. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Oder ob das... Hat das schon Multiple? Ich glaube nicht, ne? Ich finde das mega interessant. Vor allem, was da alles noch kommt auf dem Weg. Ist ja auch noch im Early Access, ne? Das Guest Game. Oh, Inventory Full. Okay, dann sollten wir einmal anhalten. Halt, stopp! Jetzt rede ich. So, dann machen wir doch mal. Wood, Wood, Wood. Scrap Metal. Und wir haben schon wieder Scrap Metal en masse, ne? Essen haben wir auch so viel. Aber Essenskiste ist ja hier. Das ist Essenskiste. Und Trinkenkiste. 10 und 5. Kann ich hier mal eben so ein Schnitzel auf den Grill legen? So, warte mal. Was hat er denn noch gesammelt? Sechsmal Scrap Metal. Ernsthaft? Okay, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie einen Barren noch eine Kiste herstellen. Okay, pass auf. Ich versuche mal 5 Stück herzustellen. Wir haben ja noch ein bisschen Holz, aber es wird nicht reichen. Und hier müssen wir auch Holz reinpacken, ne? Ja, gib mir mal den Stack daher. Fridolins Beste. Muss man einfach sagen. So, geile Schnitzel. Hauen wir uns mal in den Kiemen. So, zack. So trinken wäre auch mal ganz geil. Direkt mal 2 herstellen. Jetzt brauchen wir sowieso gleich wieder Wood für die Kiste, ne? So, warte. Eigentlich können wir ein bisschen was verbraten, ne, an Scrap Metal. Ganz ehrlich. Weil wir brauchen ja sowieso immer die Barren. Gut, Wood brauchen wir natürlich auch, ist klar, ne, logisch. Nein, ich würde gerne einmal trinken. So. Haben wir noch was zu essen? Gekochtes? Nein. Wir können mal Essen kochen. Mal hier 3 reinpacken und dann einmal Essen machen. So. Dann jetzt hier nochmal 4 Stück. Müssen wir sowieso gleich auffüllen. Ja, der Backpack. Ja, Backpack. Viermal Schrauben war das, ne? Ne, 2-mal Schrauben, 2-mal Kupferdraht. 2-mal Schrauben können wir schon mal herstellen. Ah, okay, wir brauchen das grüne Zeug ja für die Kupfer. Ah, ja, stimmt. Lass mich kurz einmal die mitnehmen. Stell mal her. Das Holz gleich eh wieder weg.
Fridolin. Was ist denn da los? Nein, essen, essen, essen. Sehr schön. So, packen wir es da wieder rein. Trinken können wir nicht reinpacken, weil unser Inventar voll ist. Wir brauchen noch eine Trinkenkiste, ne? Wie viel brauchen wir denn für eine Kiste? Ach, zweimal Holz. Na, großartig. Warte mal, nee, Quatsch. Kann ich noch eine bauen? Ich will noch eine Essenskiste bauen. Wo wir dann Trinken reinpacken. Warte. Jetzt habe ich das da reingepackt, ich Idiot. Müssen wir mal ein bisschen sortierter hier so das herstellen. Wird vielleicht nicht mehr reichen. Müssen wir ein bisschen im Voraus, glaube ich. So, jetzt aber. Wir haben eh keinen Wund mehr. So, was brauchen wir doch dafür? Zweimal Kupferdraht, zweimal Leder. Zweimal Leder haben wir auch. So, trinken können wir nochmal. Dann haben wir eigentlich alles voll. Zweimal Leder, zweimal Holz brauchen wir. Zweimal Holz. Danke. Danke, Fridolin. Du bist ein Schatz. So, zweimal Leder, ne? Mal gucken, dann würde ich hier nochmal irgendwo Scrap Metal gleich wieder reinpfeffern. Da. Das brauchen wir jetzt alles für den Dings. Wir können den sowieso noch nicht bauen, den Rucksack, weil wir den erstmal researchen müssen. Wir müssen den erstmal entdecken. So, die Frage ist, wie bauen wir den? An der Werkbank? Nein. Am Labor? Nee. Oder haben wir jetzt automatisch... Nee. Hä, aber wie bauen wir... Nee, es ist ja kein Dings. Hä, aber wie bauen wir das denn? Unlock Simple Backpack. Aber Backpack könnte ich mir vorstellen, dass man beim Armory baut, aber... Na, pack die Waffe weg. Brauche ich nicht. Create. Bullet. Ah, hier, Simple Backpack, da. Okay, wir brauchen das Ganze nochmal, was wir hatten. Okay, nice. Gut. Und wie ich sagen, packe ich das mal weg. Das Leder wieder, das war hier. Bald haben wir kein Leder mehr, wir brauchen mal wieder Leder demnächst. Packe ich den Barren mal da rein. Gut. Wir haben Inventar leer. Wir sind gesättigt. Können wir löschen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter bei Void Train. Und dann werden wir noch ein bisschen hier forschen. Da oben ist noch ein bisschen Holz. Nehme ich nochmal mit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denn dann werden wir noch ein bisschen weiter ausbauen. Unser Backpack erweitern. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Void Train. Bis dahin. Ja, macht's gut. Euer Flexi ist raus. Tschüss.